Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Ich glaube, dass ich hier in VfR in Osnabrück, dass ich hier gut aufgehoben bin. Ich habe mich hier gut entwickelt, auch mit dem Team, und ich glaube, dass wir noch einiges schaffen können. Ja. Dass wir jetzt in die dritte Liga gehen, davon gehe ich jetzt erstmal gar nicht aus. Deswegen befasse ich mich jetzt erstmal gerade mit der Situation jetzt und dass wir auf jeden Fall in der Liga bleiben, weil ich glaube, dass wir jeder von uns in der zweiten Liga spielen. Ja, man hat sich langsam daran gewöhnt, aber also es ist immer noch eine kleine Umstellung, allein dass man jetzt nach dem Training dann direkt nach Hause fährt und nicht mehr mit der Mannschaft dann im engen Kreis nochmal irgendwie ein paar Späße macht oder halt einfach zusammen duscht jetzt und einfach in der Kabine zusammen ist. Deswegen, also ein paar Einschränkungen sind noch da, aber man hat sich daran gewöhnt und man muss das jetzt so annehmen. Man kommt jetzt vor dem Training dann ein bisschen früher vielleicht. Man sieht hier, wir haben einen größeren Außenbereich. Da setzt man sich dann ein bisschen auf Abstand vielleicht nochmal hin und quatscht ein bisschen oder bleibt nach dem Training einfach auf dem Platz ein bisschen länger sitzen. Oder spielt ein paar Bälle, jetzt wie hier auch noch ein paar Jungs, aber jetzt so in der Kabine ist man halt nicht mehr zusammen. Aber man versucht schon noch so ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen und wenn es dann halt nicht geht, dann privat. Es ist ein komisches Gefühl, wenn man reinkommt, ohne Einlaufen, ohne Kinder, wenn wirklich keiner da ist, der einen dann vom Beginn an, sag ich mal, anfeuert. Aber wenn es dann wirklich im Spiel ist, dann ist es für mich auf jeden Fall so, dass man wirklich sich komplett auf das Spiel fokussiert und das dann halt auch wirklich als 11 gegen 11 Ligaspiel annimmt. Das merkt man einfach, dass wir jetzt Team immer noch eine Einheit sind und ja, normalerweise helfen uns die Fans dann genau in so welchen Situationen dann normalerweise zurückzukommen. Vielleicht hätten wir mit den Fans vielleicht noch das 3-2 am Ende oder das Quäntchen Glück dabei gehabt, wo dann alle nochmal ausgerastet wären, aber ja, so können wir es auch schaffen, haben wir es gezeigt und müssen wir weitermachen. Ja, es ist auf jeden Fall erstmal eine traurige Story, dass das immer noch so real, so da ist dieses Thema jetzt auch im Hier und Jetzt. Man merkt einfach, dass es schwer ist, damit umzugehen. Vor allem jetzt in Amerika, wenn man die Proteste sieht. Da kann ich mich nur anschließen. Man sieht auch in Social Media und sowas, dass sich da viele beteiligen. Und glaube ich, da muss man auch dazu sagen, dass man einfach Nein zum Rassismus sagt. Und da kann ich absolut verstehen, dass dann viele dann auch den Fußball, wo man halt auch wirklich eine große Plattform hat, um wirklich Gutes zu verbreiten, dass man damit dann so welche Botschaften dann auch verbreitet.